Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, unser Ziel heute, die Spitze des Speers, finde Rost. Und wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch am Ende des Videos ein Abo da, ein Like oder auch einen Kommentar. Würde mich sehr, sehr freuen. Support, ihr wisst es ja, ist immer gut und da macht es mir natürlich auch viel mehr Spaß, hier Videos aufzunehmen. So, okay. Okay, du kannst außerdem eine kleine Maschine mit R2 niederschlagen. Okay. Was haben wir hier? Schnellspeicherung, manuelle Speicherung. Schnellspeicherung? So, manuelle Speicherung, was ist das? Neuer Spielstand? Okay, alles klar. Schnellspeicherung, dann ist es wahrscheinlich fortsetzen. Also wenn wir ins Spiel wieder einsteigen, wieder fortsetzen, dann kommen wir an den Punkt wieder und manuelle Speicherung. Dann können wir uns wahrscheinlich einen Speicherpunkt aussuchen, wo es weit, also verschiedene Speicherpunkte aussuchen, wo wir weiterspielen. Heilender Salbestrauch. Salbestrauch, okay. Was komisch ist, wir hatten doch als Kind auch 230 Gesundheit, jetzt haben wir als Erwachsener auch 230 Gesundheit. Normalerweise müsste es doch eigentlich ein bisschen mehr sein, oder? Egal. Wir sammeln alles ein, was geht. Immer schön Medizin. Gibt es denn hier irgendwie so einen Beutel oder sowas? Ah, okay. Inventar. Was haben wir denn da alles? Waffen, Outfits, Rohstoffe. Ah, okay, das sind unsere Rohstoffe. Schatzkisten haben wir noch nicht. Sammelobjekte. Was ist das? Plündererlinse. Selten. Dieses ungewöhnliche Maschinenteil kann nur vom Plünderer erbeutet werden und ist bei Händlern begehrt. Verwendung Questobjekt. Quellen Plünderer. Okay. Okay, hier ist unsere Munition. Pfeile haben wir 20 aktuell. Steine 8. Fallentränke haben wir nicht. Wir haben zwei Waffen. Okay. Outfits 1. Herstellen. Was ist das? Waffen modifizieren. Jägerbogen. Selten. Dieser leichte Bogen lässt sich schnell nachladen und abfeuern, ist aber weniger stark. Gut geeignet für Kämpfe auf kurze und mittlere Distanz. Feuerpfeile können Lohebehälter und Rucksäcke entzünden. Kann modifiziert werden. Modifizieren. Dieser leichte Bogen. Okay. Leerer Platz. Okay, wir können noch nichts modifizieren. Gibt es hier noch Fallen, Tränke, Tragekapazität? Okay, hier können wir anscheinend Taschen und sowas bauen. Munition. Die eignen sich für Jägerpfeil, Feuerpfeil. Ah, okay, da stehen die Ressourcen, was wir brauchen. Okay, alles klar. Fertigkeiten. Okay, da unten sind unsere aktuellen Skillpunkte anscheinend, oder? Ja. Stiller Schlag. Drücke 1, um kleine Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen und größere Gegnern schweren Schaden zuzufügen. Beim Zielen während des Springens oder Rutschen verlangsamt sich die Zeit. Ah, sehr cool. Stille Landung. Das Landen nach einem Sturz oder Sprung ist völlig lautlos und macht arglose Gegner nicht auf dich aufmerksam. Ich würde sagen, wir skillen alles mal. Hä? Kann ich jetzt noch nichts lernen, oder wie? Aktuelle Stufe. Achso, ich muss draufbleiben. Alles klar. Gut. Dann haben wir da schon mal die ersten drei Skillpunkte reingesetzt und wir machen schnell speichern. Okay, hier hinten habe ich noch was gesehen. Okay. So ein bisschen klarkommen hier.
Wird sowieso wahrscheinlich ein wir paar Folgen dauern, bis ich jagen gehen. Mit der Steuerung komplett klarkomme. Wohin ist er gegangen? Okay, schauen wir mal weiter. Das erste Mal, dass wir uns richtig frei bewegen können. Was macht er hier oben? Okay, da ist Rost. Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Rede mit Rost. Aloy, du bist hier. Was soll die Verzögerung? Ist alles in Ordnung? Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Klar. Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet, oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Ist ja komisch. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Okay, noch was? Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Oh. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Okay, dann holen wir die Teile. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. So, um das Questmenü zu öffnen, drücke das Touchpad. So, schauen wir mal. Kauzige Grata, Stufe 4. Auftrag. Die alte Ausgestoßene namens Kauzige Grata braucht oft Hilfe, um in der Wildnis überleben zu können. Das Problem ist, dass sie nur spricht, wenn sie zur Urmutter betet. Es lässt sich also nicht leicht herausfinden, was sie möchte. Okay. Quest aktivieren. Quest aktiviert. Belohnungen 1000 EP. Okay. So. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Okay, wo müssen wir hin überhaupt? Das scheint eine Art Lagerfeuer zu sein hier. Rede mit Grata, okay. Sehr schön markiert, das finden wir eigentlich gleich ganz gut hier. Oh, eine riesen Karte, schaut euch die Karte an. Oh, da habe ich viel zu erkunden. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal.
Ah, okay, das haben wir schon gelernt, wenn wir springen und dann anvisieren. Ich habe dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Dann ist es alles ein bisschen langsamer. 2 Tage. 2 Tage, bis ich Antworten bekomme. 2 Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Feuerbrennwurzel. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Aber ich habe doch jetzt gar nicht... warte mal. Quests. Hauptquest. Aktion der Wildnis haben wir gemacht. Aufträge. Okay. Der schnellste Weg nach unten. Kann ich den looten? Nee, kann ich nicht looten. Mutterherz. Noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Mutters Wacht, Mutterherz. Was ist das hier? Achso, das ist praktisch die Richtung. Wir gehen in Richtung Mutters Wacht. Ah, okay, jetzt weiß ich, wie man rutscht. Ah, okay, das ist ein Wächter. Jetzt sein Ziel markieren. Ah, das ist auch ein Wächter. Schaffe ich die schon? Ich weiß es nicht. Scheiße, probiert's. Oh. Ich sag, wir probieren es einfach mal. Okay, ein Schuss, das ging doch. Okay, es ging noch ganz gut. Okay, die looten wir auf jeden Fall. Draht und Metallscherbe. Alles. Ist hier noch einer? Das hört sich irgendwie an, als wenn hier noch einer wäre. Wir nehmen alles mit, was geht, Leute. Nehme ich lieber mit. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie gleich auf einen Schuss down sind. Meter noch. Ein Wildschwein oder was? Okay. So, dann sind wir doch schon da. Ich weiß, auch wenn mein Bauch und meine Hände leer sind, bin ich sicher in deinem Becken. Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung
Bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss? War ich nicht standhaft wie ein Stein? Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Keine Sorge, ich werde sie jagen. Urmutter, ich höre deine Stimme im Wind. Ich würde dir mit meinen Gebetsperlen danken, aber ich habe sie am östlichen Ausblick verloren. Und das ist einfach zu weit für meine alten Knochen. Diesmal brauchst du also Kaninchen und dein Schmuckstück. Okay, ich komme zu dir ins Lager. Okay. Sammle Fleisch. Also schätze ich mal irgendwie, welche Kaninchen hier killen oder sowas. Machen wir doch. Machen wir. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. So, 264 Meter. Anscheinend gibt es da irgendwie Hasen oder sowas. Okay, da hinten sind jetzt schon wieder Läufer. Ganz gut. Aber ich will es eigentlich mal mit der Waffe probieren. Brom! Hier ist Olara, deine Schwester! Was, wie bitte? Wo war denn jetzt die Maschine? Hier hinten irgendwo, oder? Na, da. Plus 6% Schaden, Spule. Bist du da draußen? Erhalten Spule Schaden. Keine Ahnung, Waffenmodifikation erhalten. Waffen. Modifikation. Halten, entfernen. Achso, ist es schon drin oder wie? Ach, wird es automatisch ausgerüstet? Okay. All is klar. Was drin? Gehe zu Herstellern, um deine Waffen oder Outfits zu modifizieren. Ach, Waffen modifizieren. Modifizieren? Ah, okay. Modifikation ausrüsten. Okay. Medizinbeutel voll. Brom, kannst du mich hören? Okay. Ist ja geil, dass man sofort craften kann. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Brom, bitte, hier ist Olara. Wo denn? Oh. Ach so, da ist praktisch die Quest, oder wie? Soll ich die annehmen schon oder nicht, Leute? Was meint ihr? Okay, ich spring da einfach mal hoch. Ich bin hier, Brom! Bist du da draußen? So wie Lara Croft hier. Geh hoch, komm. Hä? Bitte, Brom! Warte nicht hoch. Komm doch zu mir!
Okay. Ja, ich spring hoch, komm. Na, die macht nicht. Dann halt nicht. Dann gehen wir hier weiter. Der hat sich hochkrummel. Vielleicht komme ich ja später auf. Ich muss ich da noch irgendwie eine Fähigkeit lernen oder so. Ein Lagerfeuer. Weit ist es weg. Hier sieht man das aber auch nicht, gell? Obwohl, es geht eigentlich. Gehen wir mal zum Lagerfeuer und speichern. Das ist eh ziemlich die gleiche Richtung. Okay, die spawnen aber sehr schnell. So, nehmen alles mit. Das hat der eine Modifikation oder sowas? Wächterlinse. Erhalten. Schauen wir mal, was es ist. Herstellen. Outfits. Okay, ich finde es jetzt nicht. Vielleicht ist es dann für die Quest. Sammle Fleisch. Okay. So, hat der Fleisch. Fleisch. Alles klar. Ne? Ist weggerutscht. Kanickel. Boah. Okay, es sind gleich drei Wächter. Das könnte ein bisschen haarig werden. Aber die müsste ich schon treffen. Nein. Machen wir den down. Dieses Mal nicht, Schätzchen. Okay, Nummer 2 ist down und Nummer 3 ist da. Bäm. Wurmpuff. Immer schön looten. So, weiter geht's. Lagerfeuer. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich gehe zum Lagerfeuerspeicher. Und dann machen wir an der Stelle einen Cut und schauen uns natürlich dann in der nächsten Folge weiter um, wie es weitergeht. Ich brauche noch 2 Fleisch.
dann ist diese Quest auch erledigt. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, über ein Like oder auch über einen Kommentar. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.